Die Atlantic könnte ich, glaube ich, auch schon mal vorschieben. Mit der werden wir nämlich auch ein bisschen was machen. Klar, das kann nicht funktionieren, wenn wir die Weichen nicht richtig stellen. Okay, das ist auch noch ein bisschen hässlich, dass der Dampf durch die Gebäude durchgeht. So starken Druck hatten die Docks damals, glaube ich, doch gar nicht. Ja, die Weiche muss natürlich auch gestellt sein. Ich sagte, die Weiche muss gestellt sein. Wieder ist on the way. Apropos on the way, ich glaube, ich muss hier noch die Weiche habe ich gestellt. Sehr schön. Oh, hier sind wieder zwei Sachen, die abgeholt werden dürfen. Prüfen wir nochmal die Mongole durch. Die ist unterwegs. Die ist beim Abladen. Die hier ist mittlerweile dort angekommen, wo sie hingehört. In Bryson, sehr fein. Dann wollen wir ihr, glaube ich, mal sagen, dass sie. Auf das Gleis fahren kann. Die ist noch unterwegs und die fährt gerade vor, um die Pazifik zu unterstützen. Weil die dunkelroten sind alle relativ nah, dass die will ich dann mit der Mogul hin und her schieben. Die drei helleren werde ich wahrscheinlich mittels Atlantic verschieben und rein theoretisch hätte ich auch gerne die hier mit der Atlantic verschoben, aber die stehen einfach mittendrin. Das ist ziemlich doof. Die werden einfach mit anderen, die werden einfach mit nach Vidia geschoben. Ich habe gehört, die Tenvida ist da, wo sie sein soll, nämlich an einem Bahnhof. Was wir natürlich mal gucken können. Unsere Safety ist runtergegangen. Wir haben unsere Network Service nicht vollständig erreicht, weil wir zu früh den Tag gewechselt haben. Dementsprechend ist unser Equipment-Discount von 10% auf 7% runtergegangen. Deswegen habe ich gestern so viel Zeug eingekauft, weil da war es noch 3% günstiger. Da kommen die beiden Züge wieder. Hätte ich eigentlich auch gestern vorm Schlafen gehen schon losschicken können. Ach ja, hier ist übrigens auch ein Gleis, wo man Zeug draufstellen kann, also hinliefern kann. Ich könnte eigentlich dem da folgen.
Hier möchte ich übrigens jetzt nicht wohnen. Das grenzt nämlich schon an Lärmbelästigung. Ich finde das sehr gut, wie die KI auch die Zeichen immer wieder macht, die es halt theoretisch bräuchte, wenn ein Bahnübergang läuft, und ich ignoriere es einfach. Was ich auch hätte machen können, wäre die Atlantic schon auf die andere Seite der Schiene, also zurückzuschicken, auf die andere Seite des Netzwerks, um dort schon mal Sachen einzusammeln und wieder zurückzuholen. Aber ich glaube, jetzt haben wir da einfach den halben Tag Versatz drin. Das heißt, die Pacific holt jetzt die nächste Ladung und dann fährt die Atlantic entsprechend die nächste Ladung von hier aus los morgen. Da habe ich jetzt nicht nachgedacht. Aber gut, ist jetzt halt so. Hier vorne müssten dann irgendwie in das Eck kommen. Jo. Schmeißen wir hier mal ein Fusee hin, dann kann die Atlantic nämlich da vorab abbremsen. Ich nämlich gerne hier den einen hier rausholen. Erstmal. So, die kommen alle nach Dillsborough danach. Was mich jetzt natürlich noch interessiert, ist, das Ding ging nach Silver Coal and Lumber. Das ist das hier, okay. Habe ich mir nämlich schon gedacht, das heißt, den können wir jetzt gleich theoretisch als erstes ausliefern. Bevor wir uns um alles andere kümmern. Und was vielleicht Sinn macht, ist, wenn wir die Loks zu entsprechenden Crews hinzufügen. Dann können wir nämlich besser unterscheiden, wer wohin theoretisch gehört. Ja. So, das gleiche Spiel machen wir jetzt mit den drei Waggons da.
Den können wir theoretisch mal sagen, dass sie zurückfahren kann. Die wird sowieso an der Weiche halten, also ist alles in Ordnung. Mal ein bisschen langsamer werden hier. So, hier ist der Switch. Ich verbinde sie jetzt einfach mal, auch wenn es uns später wahrscheinlich ein Stück stören wird. So, du darfst jetzt reversen. Und zwar bis hier vorne. Weiche passt perfekt. Dann darfst du losfahren. Und dann haben wir noch unsere Pacific hier, die nur noch 900 Tonnen hat. So. Die darf dann auch gerne losfahren. Da müssen wir jetzt darauf achten, wenn die Atlantic hier vorbeigefahren ist, dass wir die Weiche hier wieder stellen, damit die Pacific hier vorbeikommt. Und die Mogul kann dann anschließend hier das Stück Kohle reinstellen. Also wir können es so machen. Den Kohlewagen da reinstellen und dann ist das Ding schon mal ausgeliefert. Was wir natürlich hätten machen können, wäre, dass wir nicht alle Aufträge, die auf einmal möglich geworden sind, auf einmal annehmen, sondern nur Stückchen für Stückchen. Dann hätten wir auch nicht 3 Millionen Wagen dastehen und hätten wahrscheinlich auch weniger das Problem und hätten das Ganze ein bisschen auseinandergezerrt. Und auseinandergezurrt, aber ja. Ich habe es jetzt halt so gemacht. Der Ten wieder ist gerade in Bryson angekommen. Dann schauen wir nochmal direkt zum Ten wieder. Vor allen Dingen, weil ich glaube, theoretisch könnte man den Ten wieder jetzt noch ein Stück weiter schieben. Wir haben nämlich jetzt hier hinten auf einmal noch ganz viele andere Stationen. Hemingway Station und Alacarta Junction Station. Die sind hier und hier. Ich spüre mal kurz hier hin zu Alacarta. Die ist hier. Setzt da mal eine Fusée, damit der Dings nicht weiterfahren kann. Wir machen mal kurz einen schnellen Überflug zu dem, was wir hier bekommen haben. Hier ist dann nämlich die Hemingway Station. Wie man sieht, hier fehlt noch ein Stück. Das können wir auch noch bebauen irgendwann, wenn wir den Milestone fertig haben. Das gibt dann wieder Material, was wir dahin transportieren können. Also Güter. So, das ist jetzt schon ein ganzes Stückchen. Und das, den Teil hier haben wir quasi mit unserem Effort gerade gebaut. Hier ist die Brücke. Hier stehen auch unsere Waggons rum. Die müssen halt da weg.
Was bedeutet, ich könnte eigentlich und ich sollte sehr wahrscheinlich auch die Mogul, die hier hinten rumsteht, eigentlich da mal hinschieben. Wo habe ich sie hingestellt? Wo ist sie? Ah, da steht sie. Sie ist tatsächlich gar nicht so weit gekommen, wie ich dachte. Das ist gut. Dann darf sie jetzt erstmal direkt weiterfahren. Die beiden Waggons müssen nicht weg. Die müssen nicht weg. Alles gut. So, die Pacific ist mittlerweile hier angekommen, okay. Schade. Da war sie zu schnell. Oder ich zu langsam. Dann fahr mal langsam nach vorne. Und du fährst auch mal langsam nach vorne. Jetzt kann die Pacific hier vorbei, währenddessen kann die Mogul kurz den Waggon hier einsortieren. Da, wo es hingehört, das gibt Geld. 81 Dollar. Es ist schon knapp. Dann kann die Mogul hier wieder vorwärts fahren. Ja. Ich mache öfters mal viele Dinge gleichzeitig, einfach um Zeit zu sparen. Und dann kümmert sich die Mogul später hier drum. So, die Atlantik steht mittlerweile hier. Das heißt, ich mache hier jetzt mal Fusil rein, damit die Dings da nicht vorbeikommt. Jetzt mal hier mal gucken. Du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst da hinten hin. Das ist doch perfekt. So, selecten, manuell. Das ist eine sehr perfekte Sache. Das heißt, wir können die Waggons relativ easy einsortieren, wenn ich die Druckluft ausmach. Wie ich eben schon sagte, das wird uns wahrscheinlich im Weg stehen. Ja, nee, das war zu langsam. Das war viel zu langsam. Genau deswegen habe ich hier vorne die eine Fusie hingestellt, damit die Dings zumindest nicht beim Hin- und Herrangieren Probleme macht. Aber ich kann mittlerweile sagen, Weiche stellen, du darfst hier durchfahren. Das funktioniert mittlerweile.